Ihr wollt wissen, wie man zaubert. Ganz einfach. So, das ist ein neues Ringmenü geworden. Das natürlich nur Funk und Link haben. Tja, hier geht's nur hin und her, weil wir nur einen einzigen Geist haben, mit dem wir zaubern können. Nämlich Froster. Ihr hört schon, ihr könnt es euch denken, es gibt mehrere davon. Ziemlich viele werden später. Man wählt den Geist aus, den man zaubert, mit dem man zaubern will. Und dann wählt man den Zauber aus, den man zaubern will, in dem Untermenü. Wir haben hier Heilaura, Kraftwasser und Eisklinge. Heilaura heilt, glaube ich, Vergiftungen und so Pipapo-Zeug weg. Kraftwasser ist super, das heilt einfach nur Schaden weg. Das füllt Leben wieder auf. Ist wie Bonbon, ist super. Und die Eisklinge kann ich jetzt mal machen, dann seht ihr schon direkt. Na, man kann Zauber übrigens auswählen auf Mick oder auf Link oder auf Funk oder auf alle. Wir machen es natürlich auf alle, weil das eigentlich immer das Beste ist. Und Eisklinge bewirkt, dass unsere Waffen, na, man sieht es jetzt hier nicht, weil ich hier nicht zuhauen kann, aber wir machen jetzt Eisschaden. Hier sieht man es. Schön mit Eis verzaubert die Waffen. Das heißt, wenn wir einen Gegner finden, der gegen Eis anfällig ist, dem das extra Schaden macht, den vielleicht zum Beispiel, keine Ahnung, nee, sieht nicht danach aus. Dann machen wir halt viel, viel mehr Schaden und wir können, Rotzpiranha heißen sie, und wir können sie zu Schneemännern machen. Das kann auch immer passieren, wenn man mit Frost angreift. Ist doch super, oder? Ich find's einfach Hammer. Das soll heißen, Mix-Zauber schwindet. Soll bedeuten, mein toller Zauber ist jetzt auch schon wieder weg. Hat nicht lang gehalten, oder? Aber erstens wird das noch länger halten, wenn Link mal etwas höher am Level ist. Und zweitens habe ich auch ganz viel zugehauen und deswegen den Zauber schnell verbraucht. Also das ist schon gut so. Jetzt wollt ihr noch Funks Zauber sehen, oder? Da drüben haben wir noch Fischi. Kein Problem. Also, Funky Funk. Komm mal hier, Funky Funk. Mach mal Froster, Froster. Ja, ihr seht, wir haben beide unterschiedliche Zauber vom selben Geist, wie es schon gehießen hat. Link kann hauptsächlich nur heilen und verbessern und lauter so Zeug. Gibt auch kleine Ausnahmen. Und Funk kann hauptsächlich nur angreifen, ist nur zum Schaden machen da. Die Frostwelle sind einfach riesige Eisklumpen, die man auf einen wirft. Der Säureregen ist eigentlich selbsterklärend. Und der Energiesog zieht Lebensenergie aus dem Gegner raus und gibt sie dafür Funk zurück. Somit kann Funk sich im Prinzip etwas selbst heilen, aber ganz ehrlich, der Zauber ist so doof und schlecht, macht so wenig Schaden, dass er eigentlich unnütz ist. Aber wir machen mal die Frostwelle hier. Frostwelle Level 0. Und klatsch, 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 klatsch. Bam, alle haben Schaden genommen. Und zwar ganz wenig. Warum ist das so? Ganz einfach, das ist so, weil Funk, bitte zeig uns dein Levelmenü. Denn, wir haben übrigens jetzt alle Waffen. Die werden zwar noch besser, aber neue kriegen wir keine mehr. Wir haben alle Waffen, die es gibt. Denn, ihr seht es da rechts oben im Eck, Magie-Level mit R. Das heißt, wenn ich jetzt R drücke, sehen wir dasselbe Menü für Zauber. Ist ja eigentlich selbsterklärend, oder? So wie in Illusion of Time oben die Anzeige für die dunkle Macht. Der Level von Froster ist jetzt 0 und wir sind 9% auf dem Weg zum nächsten Level. Sieht man jetzt hier, glaube ich, vielleicht etwas doof. Bei der Peitsche beim Jungen könnte man es gut sehen. Das zeige ich mal noch eben. Wo haben wir es hier? Wo ist die Peitsche? Genau. Level 0 und 61% haben wir schon von dem Level. Also so sieht man genau, wie lang es in etwa noch dauert, bis man ein Level Up für die entsprechende Waffe hat. Das bedeutet natürlich, ja, ihr könnt es euch denken, ich habe jetzt noch viel, viel, viel mehr Levelarbeit. Ich habe jetzt alle Waffen und ich habe noch Orbs bekommen und noch Zauber. Die Zauber müssen auch gelevelt werden. Auf die ganz normale, gewöhnliche Art und Weise. Man muss sie benutzen, dadurch werden sie stärker. Tja, Zauber kann man nicht aufladen, nein. Aber die machen dann einfach mehr Schaden. Aus den 14 Schaden oder so wird dann zum Beispiel mal direkt 25 beim nächsten Level. Und beim nächsten dann vielleicht sogar 40, 50 oder so in die Richtung. Ihr werdet sehen. Der Level vom Charakter, der zaubert, hat auch einen Einfluss drauf. Das sind etwas verschachtelte Formmelden, die den Schaden ausrechnen. Aber darauf müssen wir nicht eingehen, ist egal. So, wo war ich? Ja, auf jeden Fall, ich habe viel, viel, viel zu leveln. Und ich habe ganz, ganz viel Offscreen zu tun, wenn ich alles immer auf Maximum halten will. Also, das wollt ihr alles nicht sehen, das mache ich alles für mich allein. Aquaria, gib mir doch mal Kraft. Oh, und speichert bitte mein Spiel. Ich danke dir, Mädel. Ich danke dir, Mädel, auch wenn du nur 200 Jahre alt bist, ist egal. Mit Frostas Hilfe kannst du den Orbschalter im Lavatempel betätigen, um die Lava zum Erkalten zu bringen. Hey, supi. Ist doch genau das, was wir hören wollen, oder? Gut. Dann kann ich euch jetzt noch gleich was anderes zeigen. Wir wollen wieder zum Elfenteich. Oh, ich hoffe, das klappt. Aber ich glaube, der Kanoni am Quelldorf bietet auch einen Flug zum Elfenteich jetzt an. Ich hoffe es mal zumindest. Wenn es doch nicht so ist, dann gehe ich jetzt einen unnötigen Weg und verkacke euch ein bisschen die Zeit. Aber ich hoffe es mal. So kann ich dann noch ein klein bisschen rumlaufen und bin schon dort, wo wir nächstes Mal weitermachen wollen. Das wäre doch auch schön. Deswegen beeile ich mich mal schnell dorthin.
Pogo-Buschel, kennen die noch die Pogo-Buschel? Die können jetzt überhaupt nichts mehr. Und die Blumen machen auch nichts mehr. Doch, die überlebt noch. Boah, die Blumen brauchen noch zwei Schläge. Ich bin überrascht. Hier, die komischen Goblins fressen mich nicht mehr. Ha, bin ich gut? Ich habe den Pilzkopf schon gerochen. Ja, seid froh, dass ihr das Spiel nicht spielt. Pilzköpfe kann man riechen. Nein, Pilzköpfe kann man riechen. Die sind schlimm. Gut, hier wären wir schon. Der Weg ist noch viel kürzer, als er mir letztes Mal vorkam. Hier ist das Kanoni-Reisebüro. Und der Pogo-Puschel ist zweimal explodiert. Sehr gut. Bietest du auch Flüge? Ciao, habe super Angebot. 50 Goldmünzen ein Flug, eh? Sag ich doch, zum Elfenteich. Also, ding ding, das ist recht günstig. Zum Elfenteich, wenn das alles ist. Auf in die Kanone. Seht euch mal an, mit wie viel Stil wir reisen. Ja, und plopp, wir sind drin. Und jetzt, 3, 2, 1. Roms. Was passiert nun? Boah, dicke Mode 7 Grafik. Boah, und wir fliegen. Ich weiß nicht, ob das die allersicherste Reisemethode ist, die man sich vorstellen kann, aber die coolste ist es auf jeden Fall. Und platsch. Ja. Wir haben die Mücke getroffen. Wir haben sie zweimal getroffen. Ist das geil oder was? Das Ding ist im Prinzip fast gestorben, dadurch, weil wir drauf gelandet sind. Ich liebe es. Ach, Kanonis. Ihr seid meine Lieblinge. Wo ist Raffi hin? Super, Raffi ist weg. Ich wollte jetzt hier speichern. Darf ich anscheinend nicht. Scheiß Raffi. Naja. Bertie, mach mir Waffen neu. Ich habe noch ganz viele Orbs für dich. Welche Waffe soll erneuert werden? Na, was hatten wir? Genau, die Klaue. 200 Gold kostet das. Naja. Die Axt nicht. Der Bumerang ist noch bunt. Der geht auch. Und noch mehr. Ganz viel Zeug. Gut. Dank dir, Bertie. Hat nicht lange gedauert. Die Musik ist so seltsam hier, oder? Wir wollen... Ach, Link. Ach, Link, du Traum meiner... Ach, vergiss es einfach. Die klassische Tempelmusik. Gewöhnt euch an die, denn die werden wir noch ganz oft hören. Aber ich finde sie schön. Sie ist gut. Fang, bitte zauber einmal. Mach mal bitte eine Frostwelle auf diesen Orbschalter, denn den kann man nur mit Magie betätigen und auslösen und wegmachen. Und das machen wir so. Klatsch, jetzt ist die Lava weg. Jetzt können wir hier durch. Das bedeutet, herzlich willkommen im Lava-Tempel. Hier gibt es ganz viele Goblins, hier gibt es ganz viele neue Gegner. Aber, oh Gott, die dauern ewig. Schaut euch das an, wie lange das hier dauert. Seht ihr es? Oh, schrecklich, oder? Die halten viel aus und sie vermehren sich. Sie sind wie Schleime. Der Blaue kann Rosane rufen. Ja, Gangbang, genau. So habe ich mir's vorgestellt. Nein, ich will nichts machen können. Ist schon okay. Hau weiter auf mich. Komm, hau mich nochmal. Sonst stehe ich auf. Ja, das war knapp. Wow, Link war nützlich. Link erreicht Level 14. Link erreicht Level 14. Und Funk. Funk hängt hinterher wie die alte Fasnacht. Tja. So, ich muss euch aber leider enttäuschen. Ich wollte jetzt nur noch den Orbschalter umlegen und euch den Eingang hier zeigen, denn ich mache Schluss für den Moment. Und ich gehe dann ganz viel unser Zeug leveln. Ich wollte hier noch aufmachen, weil ich dann hier drin leveln kann. Dann kriegen wir noch ganz viel Erfahrung, ganz viel Geld nebenbei. Aber keine Angst, ich werde nichts machen, was ich nicht wieder machen kann, wenn ihr dann da seid. Also, ihr werdet alles sehen, was irgendwie eine Bedeutung hat. Nur, wenn wir wieder da sind, sind wir noch viel stärker und können noch toller zaubern und noch fester zuhauen und noch besser schweben und können uns alle Huckepack nehmen und werden ein Riesenmonster und sind dann nur noch mit einem großen Lebensbalken unterwegs oder sonst noch irgendwelche bekloppten Sachen, die mir einfallen. Und Funk schläft wie, oh Gott, wie schläft Funk bitte. Habt ihr es gesehen? Spul zurück und schaut euch an, wie Funk schläft. Das ist viel zu toll. Wir speichern noch bitte den Spielstand. Ja, wir sind wieder im Elfenteich bei den Zwergen und machen einfach Schluss für den Moment. Die beiden machen noch Aerobic. Ihr seht's, wir sind jetzt in unserer Ruhephase. Also werden die beiden noch etwas joggen und abnehmen. Link, du siehst immer noch so fett aus. Boah. Geh ich da mal in Ruhe leveln und Waffen leveln und Zauber leveln und Geld farmen und danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.